Donald Trump, auf den wir ja nicht so gut zu sprechen sind, würde sagen, it's my honor. Ist es aber wirklich, ist mir eine Ehre, ist mir eine Freude. Franz Alt, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Hallo Herr Alt, grüß Sie, nehmen Sie Platz. So, Herr Alt, können Sie das Thema Energiewende eigentlich noch hören? Sie gehen ja so stark auf die 70 zu und, war ein kleiner Scherz, und machen jeden, ja, Lisa sagt mir gerade durch, Franz Alt wird 80. Lisa, es war ein Scherz, ja. Ich werde ja ständig über den Ohrhörer korrigiert mit meinen Fehlern, ja. Herr Alt, können Sie das Thema Energiewende eigentlich noch hören? Das muss man hören, wir sind ja erst am Anfang. Also wenn ich höre, wenn ich sehe und lese, was Herr Trump sagt, der will Kohle und die Franzosen wollen immer noch Atom und viele andere wollen auch Atom. Also wir, die Vorstellung, wir können uns zurücklehnen, weil wir jetzt 42% Ökostrom haben in Deutschland, ist ziemlich naiv. Bei der Verkehrswende sind wir noch ganz am Anfang, bei der Wärmewende sind wir genauso am Anfang und bei der Stromwende sind wir so weit, dass die Atomkraftwerke bald abgeschaltet werden, aber sie sind noch nicht abgeschaltet. Man muss immer wachsam bleiben. Also die Vorstellung, dass alles ist gelaufen, ist ziemlich naiv. Nichts ist gelaufen. Solange wir wenige Prozent Ökostrom hatten, haben die alten Energieversorger gesagt, lass die Spinner doch. Jetzt sind wir bei 42%, jetzt wird es aber ernst. Für die Alten, für die E.ONs und RWEs dieser Welt beginnt jetzt der Endkampf. Und da müssen wir ran. Völlig egal, wie alt wir sind, ob wir alt heißen oder nicht, wir müssen ran an die Energiewende. Wir sind noch nicht durch. Jetzt beginnt erst die Endphase. Herr Alt ist ja, wissen Sie was, Herr Alt ist ja Hobbyzauberer, ne? Können Sie nicht die alte Energiewirtschaft ein bisschen wegzaubern? Ja, das müsste man können. Meine Frau sagt immer, zauber doch mal. Ja, ja, genau. Herr Alt, wir müssen für die Energiewende werben, sagen Sie. Wir haben 40 Jahre gebraucht, die alte Atomwirtschaft zu verdrängen. Das heißt, die Atomkraftwerke überhaupt mal einen Beschluss zu haben, sie abzuschalten. Ich glaube, dass die Energiewendebefürworter sich das alles viel zu leicht vorstellen. Wir haben 40 Jahre gebraucht, eine Kraftwerksart zu verdrängen. Wir brauchen wahrscheinlich 80 Jahre, den gesamten anderen Kraftwerkspark auch noch wegzufegen. Also die Zeit haben wir nicht, das dürfen wir nicht brauchen. Alle Klimaforscher sagen uns, wir haben vielleicht noch ein Zeitfenster von 15, höchstens 20 Jahren. In dieser Zeit müssen wir die Energiewende zu 100% organisieren. Wenn wir das nicht schaffen, möchte ich nicht mein Enkel sein und auf einer Welt leben, die zerstört ist. Sie werden uns verfluchen, unsere Enkel. Und wir bekommen Millionen Flüchtlinge. Das ist unvorstellbar, was auf uns zukommt. Die Klimaflüchtlinge sind das eigentliche Problem der Zukunft, nicht die paar Millionen Kriegsflüchtlinge, die wir jetzt haben. Das ist ein Vorspiel dessen, was auf uns zukommt, wenn wir nicht die Energiewende in den nächsten 15, 20 Jahren zu 100% hinkriegen. Deshalb sage ich ja, jetzt beginnt erst der Kampf, jetzt geht's ans Eingemachte. Die paar Prozent, die wir bisher hatten, jucken die Alten noch kaum. Aber jetzt kommt's drauf an, am Ball zu bleiben. Was ganz interessant ist, was sich verändert hat, wir haben ja mittlerweile die Auswirkungen des Klimawandels, spüren wir ja selbst bei uns. Das eine sind natürlich auch die Flüchtlinge, die kommen, die da sind, die diese Bedingungen nicht mehr vorfinden, überleben zu können. Und auf der anderen Seite haben wir komische Wetterphänomene in Deutschland. Wir haben Stürme, wo die Züge plötzlich stehen bleiben. Starkregen, Straßen, Keller überschwemmt, Auto fliegen durch die Luft. Also ich glaube, das wird jetzt so ein kollektives Erlebnis für uns, dass wir merken, das Wetter und alles verändert sich. Der Klimawandel kommt auch in Deutschland an. Offenbar sind wir Menschen so konstruiert, dass wir erst Katastrophen brauchen, um aufzuwachen. Viele von uns haben das im Privatleben erlebt, dass es so ist. Erst durch Katastrophen wacht man auf. Oder wir brauchen es auch in der Politik. Wir haben erst Fukushima gebraucht,
bis die deutsche Bundeskanzlerin aufgewacht ist. Wir haben erst Tschernobyl gebraucht, bis Franz Alt aufgewacht ist. Ich habe gar keinen Grund, da mit moralischem Zeigefinger auf andere zu deuten. Ich war lange für Atomenergie, weil ich gedacht habe, die Fachleute sagen uns, da könnte alle 10.000 Jahre vielleicht mal etwas passieren. Und dann passierte Tschernobyl. Und dann bin auch ich erst aufgewacht, habe mehr und besser recherchiert als vorher. Und dann ist mir klar geworden, jedes Atomkraftwerk, bitte jedes, auch jedes deutsche, hat ein Restrisiko. Und was ist Restrisiko? Jenes Risiko, dass es morgen früh schon den Rest geben kann. Und als ich das begriffen hatte, habe ich dann endlich mir überlegt, was sind die Alternativen und kam zu den erneuerbaren Energien. Ja, Sie haben ja einige Aha-Erlebnisse in Ihrem Leben gehabt. Franz Alt wollte ja katholischer Geistlicher werden und war auch schon voll an der Ausbildung, bis Ihre Frau Ihnen über den Weg gelaufen ist. Da haben Sie gedacht, das mit der katholischen Geistlichkeit ist dann doch nicht der richtige Weg. Ja, so das damals 16-jährige Mädchen hat die ganze Wucht, das 1000-jährige Wucht des Zölibats einfach hinweggelächelt. Das war meine Lebensrettung. Also Sie können heute hier, schauen Sie, ich kenne ja Ihre Frau auch, ja? Frau Alt, Sie waren stärker als der Papst, oder? Der das vor war allen Dingen stärker Boss. Als 1000 Jahre Zölibat, ja. 1000 Jahre, alles klar. Also im ersten Jahrtausend gab es kein Zölibat. Wäre auch ein Grund nachzudenken für die katholische Kirche, ob das unbedingt sein muss. Gegen die Natur und gegen die Menschlichkeit ist es sowieso. Und wir sehen, was rauskommt in vielen Missbrauchsfällen. Also wann wacht die katholische Kirche auf? Herr Alt hat ja viele Bücher geschrieben, aber die erfolgreichsten waren eigentlich die Bücher, in denen Sie darüber nachdenken, was wollte uns Jesus eigentlich sagen? Und interessanterweise haben Sie auch gesagt, der aramäische Jesus hat ganz andere Sachen gesagt, als die Bibel und die traditionellen Religionen uns heute übersetzen. Wenn Sie den ökologischen Jesus suchen, dann müssen Sie den aramäischen Jesus suchen. Wissen Sie warum? Der Mann hat nämlich aramäisch gesprochen und nicht griechisch. Aber alle Bibeln der Welt, das sind 4,5 Milliarden, sind aus dem Griechischen übersetzt. Und ich kann leicht nachweisen in meinen Büchern, dass deshalb jedes zweite Jesuswort völlig falsch übersetzt ist. Wenn wir die Energiewende wollen, meine Damen und Herren, brauchen wir endlich eine Verbindung von Ethik und Technik. Solange wir nur rein technisch argumentieren, kriegen wir die Mehrheit der Leute nicht. Erst wenn zum Beispiel jedem Vater und jeder Mutter klar ist, dass der Klimawandel die Überlebensfrage der Menschheit ist, das heißt die Voraussetzung für ein gutes Leben unserer Kinder und Enkel, dann kommt zusammen, was zusammengehört, nämlich Technik und Ethik über eine solare Ethik. Hermann Scheer, Vater des Erneuerbaren Energiegesetzes, hat sein letztes Buch nicht zufällig der energetische Imperativ genannt und energetisch mit TH geschrieben, also ethisch, das hat er gemeint. Auch der Sozialdemokrat Hermann Scheer hat begriffen, warum es wichtig ist, dass Ethik und Technik zusammenkommen. Dann haben wir erst Voraussetzungen für die 100-prozentige Energiewende. Und diese solare Ethik finde ich begründet beim aramäischen Jesus, in der Muttersprache Jesu. Wissen Sie, dieser Mann in Obergaliläa am See Genezareth, der war umgeben von Handwerkern, von Fischern, von Bauern. Das waren alles sehr gestandene, handfeste Leute vor 2000 Jahren. Und deshalb war Jesus kein Theologe, er war ein Ökologe. Zum Glück für die Menschheit hat Jesus nie Theologie studiert, sonst hätten wir ihn längst vergessen. Er war ein Ökologe. Das gesamte Neue Testament in der Ursprache Jesu ist voll ökologischer Bilder. Die Sonne des Vaters scheint für alle. Bitte, hat Jesus vor 2000 Jahren gesagt. Und heute wissen wir, wenn wir die Solarenergie nicht nach Afrika bringen und nicht in andere Regionen der Welt, wo es Hunger gibt, kriegen wir immer mehr Flüchtlingsströme. Deshalb sage ich ja, Ethik und Technik, Flüchtlingsfragen, Energiefragen und Klimafragen, all das hängt immer zusammen. Und wenn ich das begreife, habe ich die Basis für die Energiewende. Ich habe Afrikaner kennengelernt, die wollten fliehen. Und dann zum Beispiel einer, der war ausgebildeter Elektriker, hat er sich auf Solarenergie besonnen. Hat mit einer Solarzelle, mit Hilfe einer Solarzelle ein Solartelefon entwickelt für sein Dorf. Jetzt kommen die Leute zum Telefonieren zu ihm. Er hat einen Arbeitsplatz und er denkt nicht mehr an Flucht.
Wenn wir die Fluchtursachen bekämpfen wollen, wie die Kanzlerin ja immer sagt, dann müssen wir mit dafür sorgen, dass Afrika komplett über die Sonne versorgt wird. Und wenn das der Fall ist, haben die Voraussetzungen, ihre Ökonomie zu entwickeln. Und wenn sie ihre Ökonomie entwickeln, müssen sie nicht mehr fliehen. So hängt der Klimawandel und die Energiefrage zutiefst zusammen. Es gibt ja auch tolle Fortschritte. Frank, wo ist denn heute das größte Solarkraftwerk der Welt? In Marokko. Das haben wir voriges Jahr mit dem König eingeweiht. In Marokko wird Solarstrom für 2,5 Cent produziert. Das ist eine Basis, die sich fast jeder Afrikaner leisten kann. Und das ist noch lange nicht das Ende. Die Saudis haben jetzt ein riesen Solarkraftwerk angekündigt, das bis zur Mitte des nächsten Jahrzehnts Solarstrom für 1 Cent die Kilowattstunde produzieren wird. Und wissen Sie, wie viele Atomkraftwerke dieses Solarkraftwerk in Saudi-Arabien ersetzen wird? 80 Atomkraftwerke werden ersetzt durch ein riesiges Solarkraftwerk in Saudi-Arabien. Das Solarkraftwerk, das wir voriges Jahr in Marokko eingeweiht haben, liefert heute schon Strom für 240.000 Menschen. Jetzt haben die Ägypter angekündigt, sie bauen ein Solarkraftwerk, das 12-mal größer ist als das in Marokko. Und daraufhin hat der Kronprinz von Saudi-Arabien gesagt, er wird ein Solarkraftwerk bauen, finanziert von Milliardären aus Japan. Ein Solarkraftwerk in Saudi-Arabien mit 200 Gigawatt. Das bedeutet etwa so viel Strom wie 80 Atomkraftwerke. Meine Damen und Herren, das Solarzeitalter hat begonnen. Vergesst Atom, vergesst Kohle, vergesst Öl. Es ist eine Frage der Zeit. Und wenn wir kämpfen für die Sonne, wird das in wenigen Jahren der Fall sein, dass wir alles hinter uns lassen, was uns bisher versorgt hat. Und das Solarzeitalter beginnt und die Sonne gewinnt. Aber wir müssen etwas tun dafür. Das ist immer der entscheidende Punkt. Wenn wir die Hände in den Schoß legen, von alleine passiert das nicht. Wildeste Energiewende-Propaganda auf der Intersolar 2018. Ja, woher bin ich hier? Wildeste Propaganda. Sagen Sie, Sie haben ja einen Kalorienverbrauch von 6000 Kilokalorien mindestens pro Tag, oder? Ja. Ich habe auch 80 Jahre geübt. Ich wollte noch mal auf die Jesus-Bücher kurz eingehen. Auch Sie haben den Bogen zur Energiewende ja geschlagen. Sie haben ja ein Buch geschrieben, ja, was Jesus uns wirklich sagen wollte oder was er gesagt hat in der Neuübersetzung. Und das Interessante ist, bin von Ihren Büchern wieder auf die Bibel zurückgekommen. Und das, was Sie gesagt haben, Jesus ist ein Ökologe. Darunter habe ich jetzt angefangen, die Bibel neu zu lesen. Verstehe. Wenn Sie die Bibel unter diesen Aspekt lesen, ja, steht in der Bibel alles drin, was wir mit der Energiewende eigentlich machen sollten. So ist es. Und eine Geschichte ist mir aufgefallen. Wissen Sie, wir sagen jetzt den Leuten, ich sage den Leuten immer, machen Sie Photovoltaik, machen Sie Speicher, weil Sie können sich selber versorgen. Die Kosten in Zukunft sind Ihnen dann egal, was irgendwann kommt. Sie haben vorgesorgt. So, und dann habe ich die Geschichte gelesen, nachdem ich Ihr Buch gelesen hatte, nochmal die Geschichte mit den 7 schlechten und 7 guten Jahren. Das steht ja in der Bibel eigentlich drin. Sorgt vor für schlechte Jahre. Und eigentlich können wir sagen, die Bibel sagt uns, macht die Energiewende, sorgt vor für das nachfossile Zeitalter. Das ist immer dasselbe. Natürlich. Und die Lösung steht am Himmel. Das ist Jesus von Nazareth mitten in der Bergpredigt. Die Sonne des Vaters scheint für Gute und Böse, für Gerechte und für Ungerechte. Das heißt für alle. Das heißt, wir haben endlich ein funktionierendes Energiesystem, das sich jedermann auf der Welt leisten kann. Und wenn die Saudis vorangehen und dieses Großkraftwerk bauen, das 80 Atomkraftwerke ersetzt, Kilowattstunde 1 Cent und 10.000 neue Arbeitsplätze in der Wüste, dann, meine Damen und Herren, steht im Solarzeitalter nichts mehr im Weg. Meine Damen und Herren, am 25.06., also in wenigen Tagen, erscheint ein neues Buch von Franz Alt. Sie haben es gerade dabei, darf ich das mal haben. Es heißt Lust auf Zukunft, wie unsere Gesellschaft die Wende schaffen wird. Das erscheint jetzt so. Und das ist eigentlich ein Buch, das finde ich eigentlich vom Ansatz her total gut, weil es sagt, das, was wir eigentlich noch vor uns haben, nämlich es ist jetzt nicht einfach nur so ein Plädoyer, macht mal Energiewende, sondern es ist eigentlich ein Buch, was sagt, wir müssen eigentlich wirklich die Transformationsprozesse der Gesellschaft
in ganz vielen Ebenen in Gang setzen. Und ich glaube, das ist unser aller Gefühl. Wir haben unsere Gesellschaft, wir kennen unsere Gesellschaft. Die Gesellschaft hat uns Wohlstand gebracht, Fortschritte gebracht. Aber jetzt sind wir eigentlich in einer Situation, wo die Transformation in ganz vielen Punkten kommen muss. Und Herr Alt, jetzt ist das Buch los, weil ich habe es schon in der Hand. Tut mir leid. Ja, am Montag erscheint es ja in jeder Buchhandlung. Also das ist völlig richtig. Ich wollte mit dem Buch Folgendes zum Ausdruck bringen. Wir Ökos und Solarfreunde haben ja immer etwas defensiv unsere Thesen vertreten. Dazu gibt es überhaupt keinen Grund. Die anderen müssen in die Defensive kommen. Es ist völlig klar, wem die Zukunft gehört. Liebe Freundinnen und Freunde, die Sonne schickt uns bitte 15.000 Mal mehr Energie als die Menschheit heute verbraucht. Worauf müssen wir denn warten? Es gibt keinen Grund, defensiv zu sein. Öl geht zu Ende, Gas geht zu Ende, auch Uran geht zu Ende. Selbst wenn ich für Atomkraft wäre, Uran geht zu Ende. Alles alte Fossil-Atomare geht zu Ende. Das Einzige, was für immer vorhanden, also für immer heißt nach menschlichem Ermessen, etwa 4 Milliarden Jahre noch, sagen uns die Astrophysiker. Aber das ist ja was, nicht? 4 Milliarden Jahre Sonne ist doch besser als noch 20 Jahre Öl oder 30 oder 50 Jahre Kohle. Insofern ist völlig klar, wem die Zukunft gehört. Ihr alle seid, ihr Intersolarbesucher, seid auf der Sonnenseite. Ihr seid auf der richtigen Seite und nicht auf der falschen, auf der Gewinnerseite. Und das ist auch ökonomisch klar. Ich glaube, es war Bill Clinton, der mal gesagt hat im Wahlkampf, und damit hat er die Wahl gewonnen, it's the economy, stupid. Wir werden nicht aus ökologischen Gründen gewinnen, wir werden aus ökonomischen Gründen gewinnen. Weil Sonne keine Rechnung schickt, haben wir ein unschlagbar preiswertes Produkt für alle Zeit und für alle Zukunft und für alle Menschen. Das ist die Siegesseite. Und da müssen wir offensiv ran. Deshalb sage ich, keinen Grund, Verzicht oder Askese zu predigen, sondern Lust auf Zukunft zu verbreiten. Die Zukunft gehört denen, die sie mit Lust und Freude und Spaß verbinden und nicht denen, die griesgrämig sind und ewig Bedenkenträgerei vor sich hertragen. Herr Alt, Sie sind doch geistlicher geworden. Sie machen hier mit uns einen Energiewende-Gottesdienst gerade. Ja? Ja gut, das also brauchen das wir. Ist, insofern nicht schlecht. Haben Sie zwar geheiratet, aber ja. Gottesdienste halten Sie trotzdem ab. Ne? Ja, also gut. Letztlich zum Schluss schließt sich der Kreis. Und ich habe mich schon immer über gute Predigten gefreut, aber sie müssen gut sein. Ja, gibt auch wirklich gute Predigten. Also Sie haben gesagt, wir brauchen Kehrtwenden. Und was Sie auch in dem Buch reinschreiben ist, und das finde ich, das möchte ich wirklich intensiv mit Ihnen jetzt kurz besprechen, Sie sagen, wir brauchen wirklich Widerstand. Wir sind ja so konform geworden, wir liefern alles ab, wir machen alles, wir halten die Gesetze ein. Ich meine, Sie alle, die Sie in der Branche hier sind, ja, es kommt irgendein dämliches Gesetz, was die Energiewende erschwert und wir fangen wieder an, irgendwelche Winkelzüge zu schlagen, um diese Gesetze noch irgendwie einzuhalten. Wir betteln politisch darum, bei Minister Herr Altmaier machen Sie das Gesetz so und so weiter. Und wir versuchen in unserer Konformität, wir sind so konform gegenüber allen Gesetzen, versuchen wir zu agieren. Aber wenn wir es wirklich verändern wollen, dann brauchen wir Widerstand. Und das ist genau das, was Sie in dem Buch auch sagen. Der persönliche Widerstand muss eigentlich viel stärker in den Fokus unseres täglichen Lebens gelangen. Hier sitzt Herr Laudelei. Der Herr Laudelei hat mir vor 10 Jahren etwa mal erzählt, jeder Deutsche kann auf seinem Balkon eine Solaranlage anbringen. Aber das war gesetzlich damals nicht erlaubt. Da war gekämpft dafür und heute ist es erlaubt. Man sieht, wenn man kämpft, lohnt es sich. Und wir müssen mehr kämpfen, als das bisher der Fall war. Der Hermann Scheer hat mir 10 Tage vor seinem Tod in sein letztes Buch geschrieben, der Kampf geht weiter. Und so ist es. Wir lehnen uns zu schnell zurück, wir sind zu angepasst, wir sind zu sehr konform, wie Sie sagen, mit dem, was uns von oben vorgegeben ist. Wir sind zu liebedienerisch gegen den Obrigkeiten. Das ist eines der großen Probleme. Dabei ist jeder Mensch fähig zur Transformation. Es ist doch nicht wahr, wenn uns gesagt wird, Menschen können sich nicht ändern. Die sind mal so geprägt worden, wie sie nun mal sind. Und wenn sie ein großes Auto fahren, dann müssen sie sich immer an große Autos halten. Meine Damen und Herren, auch Autofahren ist heilbar. Zumindest Benzin
Auto fahren ist teilbar. Da sitzen einige, die das vorgemacht haben. Ah, Herr Leil, das mit dem Ändern der Menschen ist nicht so leicht. Ja? Wann immer ich eine Tüte Tropi Frutti nehme, holt Laudelei die roten Tropi Fruttis raus und ich sage, Herr Laudelei, das müssen Sie ändern, macht er nicht. Er holt die alle raus. Also mit der menschlichen Änderung, also lieber Frank, schwer, die gesamte Weltliteratur ist voll von Metamorphosen und von Veränderungen. Das stimmt. Faust, Goethes Faust, ist nichts anderes als ein Buch, das deutlich macht, wie Menschen sich ändern können. Viele Literatur aus dem Mittelalter, Dantes göttliche Komödie, ist nichts anderes als ein Transformationsbuch. Ein Buch, das deutlich macht. Beethovens Neunte ist nichts anderes als Musik, die deutlich macht, dass und wie Menschen sich verändern können. Und das ist der Sinn unseres Hierseins. Es ist doch nicht wahr, dass wir immer so bleiben müssen, wie das war zur Zeit unserer Urgroßväter. Menschen können sich ändern. Das ist die Botschaft dieses Buches, sie ist voll davon. Bitte, wir haben heute immerhin schon in Deutschland 12% Ökobauern. Wir haben immerhin 42% Ökostrom. Wir haben immerhin jetzt einen Anfang von Elektroautos. Also es ist doch nicht wahr, dass alles so bleiben muss, wie es ist. Als 1945 die Deutschen und Franzosen anfingen, nach dem furchtbaren Gemetzel des Zweiten Weltkriegs sich zu verständigen, sich zu verstehen und Freundschaft zu schließen, hat das meine Elterngeneration noch für unmöglich gehalten. Heute ist es selbstverständlich. Und heute sind wir 28 Staaten in der Europäischen Union, die sich Jahrhunderte und Jahrtausende lang bekriegt und bekämpft haben. Was machen wir heute? Nach 70 Jahren Europäischer Union haben wir ein Fazit, noch nie hat ein Mitglied der Europäischen Union einen Krieg geführt gegen ein anderes Mitglied der Europäischen Union. Welche Veränderung direkt bei unserer Haustür, direkt bei uns? Wenn Menschen wollen, können sie sich ändern. Das System übt aber auf uns einen starken Konformitätsdruck aus. Mir geht es so, ich kann mich an diese ganzen Vorschriften teilweise gar nicht halten, die mir total zuwiderlaufen. Und ich höre auch auf, diese ganzen Gesetze zu befolgen, weil die Gesetze wirklich immer weiter mich eingrenzen. Ja? Und ich verstoße gegen diese Gesetze, weil ich einfach nicht einverstanden bin. Auf der anderen Seite steigt der Druck auf mich immer weiter, es doch so zu machen, wie das System will. Und das System droht uns immer herauszufallen aus der ganzen Geschichte und mich aus den Kreisläufen rauszunehmen. Wie können wir denn als Energiewendebefürworter den Widerstand für uns persönlich und in den Unternehmen, die wir betreiben, aufbauen gegen das Ganze? Also immerhin haben in Deutschland 1,5 Millionen Häuser bereits Solaranlagen. Wenn allein diese konsequent sind, und sagen, ihr lieben Freunde aus der Politik, die unsere Stimme wollt, wenn er das nicht ändert, was eben angesprochen wurde, wenn er die bürokratischen Hemmnisse für die Energiewende immer höher schraubt, dann könnt ihr nie wieder mit unserer Stimme rechnen. Wenn die 1,5 Millionen Gebäude und etwa 10, 15 Millionen Menschen, die das bereits machen, konsequent sind bis in die Wahlkabine, dann werden sie mal sehen, wie rasch sich das System ändert. Aber das müssen wir sein. Konsequent bis in die Wahlkabine. Das ist die einzige Sprache, die Politik versteht. Wer es nicht begreift, wer Energiewende weiterhin ausbremst, wer die Energiewende immer höhere bürokratische Hürden baut, darf nie wieder mit unserer Stimme rechnen. Wenn das deutlich wird, wird sich vieles ändern. So geht's los. Aber trotzdem haben wir eine Wahl gehabt, wo das schon auch klar war. Die Regierung hat eine Anti-Energiewende-Politik gemacht. Wir mussten zur Kenntnis nehmen, dass den Bürgern die Energiewende, die Ökologie, der Klimaschutz nicht so wichtig war, dass sie die von der Macht verdrängt haben. Also muss es wichtig werden. Aber auch sagen, die Alternative stand ja in dem Sinne auch nicht bereit. Also was wäre jetzt die Alternative gewesen? Also lieber Frank, wenn der FDP-Vorsitzende das nicht verbockt hätte, Herr Lindner, hätten wir heute eine andere Situation. Ich bin ganz sicher, wenn wir die Grünen nicht in die Bundesregierung kriegen, egal in welcher Konstellation, wird sich nicht viel ändern. Die Grünen sind noch immerhin die, ich bin nicht Mitglied einer Partei, aber die Grünen sind immerhin noch die, die uns in diesen Fragen am nächsten stehen und auch die ganze Energiewende mit initiiert haben. Das muss man ganz deutlich sagen. Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen, die ich schon lange habe? War Ihre Mitgliedschaft in der CDU ein Irrtum?
Zur damaligen Zeit sicherlich nicht. Ich war überzeugtes CDU-Mitglied bis 1988. Als 86 Tschernobyl passierte, habe ich zu Klaus Töpfer gesagt, also wenn du es schaffst, dass die CDU eine Anti-Atom-Partei wird, bleibe ich. Das war meine Bedingung. Töpfer hat gesagt, bleib, wir machen aus der CDU eine Anti-Atom-Partei. So wie Helmut Kohl mir mal gesagt hat, wir machen aus der CDU eine Frauenpartei. Beides war eine Lachnummer, deshalb bin ich ausgetreten. ja, nochmal zum Thema Widerstand. Ich habe eine These. Wir reden und wir schimpfen über die Politik. Auf der anderen Seite schaffen die Bürger Fakten. Auf der einen Seite haben wir die Menschen, die Photovoltaikanlagen auf die Dächer bauen. Das ist der eine Teil der Gesellschaft. Auf der anderen Seite kennen Sie die Statistiken. Wir haben pro Jahr, kriegen wir 1 Million mehr Fahrzeuge auf die Straßen. 40% der Zulassungen sind von SUVs, die 3-mal so viel CO2 emittieren wie ein normales Auto. So, das heißt, die Gesellschaft macht ja eigentlich das, was die Politik macht das, was die Gesellschaft im großen Umfang will. Sie verlängert der konventionellen Energie das Leben und sie sagt den Leuten, naja, komm, bring 1 Million SUVs auf die Straße, dann unterstützt sie auch noch die Konjunktur, macht mal sozusagen weiter. Im Grunde genommen ist es nicht so, dass die Politik sind nur die Blöden und die Bürger wollen alle was anderes. In vielen Punkten macht die Politik das, was die Bürger wollen. Mehr Autos, mehr Verbrauch, mehr Konsum, mehr Flüge. Im letzten Jahr sind im ersten halben Jahr 1 Million mehr Menschen innerdeutsch geflogen. Die Anzahl der Billigflüge hat sich im letzten Jahr verdoppelt. Da sitzen Passagiere drin. Auf dem Gleis sitzt 3/4 der Gesellschaft noch und wird gestützt von der Politik. Da sind die Bürger und die Politik sich nämlich ganz einig. Ja, aber da ändert sich gerade etwas. Schauen Sie mal, ein Autoboss ist bereits hinter Gitter. Gut so. Der zweite Autoboss, der pro Tag 6.000 Euro Rente bekommt, Sie haben richtig gehört, Herr Winterkorn, 6.000 Euro Rente, darf sich in Amerika schon nicht mehr sehen lassen, sonst sitzt er auch hinter Gitter. Und jetzt habe ich gestern gelesen, zum ersten Mal, auch Herr Zetsche ist dabei, sich selbst hinter Gittern wiederzufinden. Also da ändert sich gerade etwas. Und nicht zuletzt deshalb, weil die Bürgerinnen und Bürger sich dies nicht mehr auf Dauer gefallen lassen. Eine Zeit lang lassen sich Menschen in die Irre führen, aber selten auf Dauer. Das ist unsere Chance. Ja, das ist sehr schön, wie Sie das gerade sagen. Ja? Das ist ja so Labsal auf unseren Wunden aus dem täglichen Energiewendekampf. Aber nochmal, im Grunde genommen ist unsere Gesellschaft immer noch auf dem Trip, mehr Energie, mehr Ressourcen zu verbrauchen. Also ich gebe ein Beispiel. Herr Laudley, was schätzen Sie, wie viele Coffee-to-go-Becher werden pro Stunde in Deutschland ausgeschenkt? 325.000 Coffee-to-go-Becher jede Stunde. Das sind Becher, es werden Wälder abgeholzt, die werden nach China transportiert, dann werden die sozusagen produziert, dann wird eine Innenschicht angebracht von Plastik und dann wird das zurückgebracht nach Deutschland und Europa und dann werden 325.000 Becher pro Stunde abgefüllt, ausgetrunken, weggeschmissen. Und jeder Becher hat tausende Kilometer hinter sich. Jeder Becher hat tausende Kilometer hinter sich. So, und wenn man mal sagt, liebe Leute, unseren Kaffee können wir auch aus abwaschbaren Tassen trinken. Oh, das geht nicht. Und insofern ist doch unsere Gesellschaft, sind wir doch immer noch zum größten Teil auf dem Trip, unsere Verbräuche hochzufahren. Herr Laudler, wie viele Millionen PET-Flaschen werden jeden Tag verbrannt? Das sind auch 100.000. 44 Millionen PET-Flaschen jeden Tag wandern in die sogenannte thermische Verwertung. Wasser haben wir aus der Leitung, es gibt die Glasflasche, 44 Millionen Flaschen weg und es werden immer mehr. So, eine Gesellschaft, die pro Stunde 325.000 Coffee-to-go-Becher braucht, 44 Millionen PET-Flaschen, 1 Million mehr Autos pro Jahr, die Billigflüge verdoppelt, 1 Million mehr Passagiere innerdeutsch im halben Jahr. Das ist ja keine Gesellschaft, die in irgendeiner Form auf einem anderen Weg ist. Lieber Frank, in der Analyse stimme ich Ihnen ja zu. Nur, da haben Sie auch recht, wir alle sind Teil des Problems. Deshalb sage ich ja, nicht zurücklehnen und sagen, das geht von alleine, sondern kämpfen für die Energiewende und für die Alternativen zu all den Dingen, die Sie angesprochen haben. Keiner ist gezwungen, den PET-Becher zu kaufen und ihn dann wegzuschmeißen. Er kann Mehrwegbecher heute haben. Oder ich kann ausdrücklich verlangen, dass ich einen anderen Behälter bekomme und meinen Kaffee trinken kann und dann wieder weitergehen. Also das weiß jede und jeder von uns, dass es zu allem Alternativen gibt. Meine Damen und Herren, alles, was Menschen falsch machen,
können Menschen auch richtig machen. Es gibt kein einziges Problem auf dieser Welt, das von Menschen geschaffen ist und von Menschen nicht auch gelöst werden könnte. Allerdings, da ist ein Bewusstseinswandel notwendig, bei jedem und jeder von uns. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Deshalb sage ich ja, kämpfen, bewusster die Zusammenhänge sehen, auch die ethischen Aspekte, die dahinter stehen, und dann anders verhalten, als das bisher der Fall war. Ich habe seit 10 Jahren kein Auto. Mir fehlt nichts. Ich bin hierher gefahren, jetzt elektrisch, mit der Bahn. Von Baden-Baden. Also ich kann heute schon elektrisch fahren, auch ohne Elektroauto. Kann ich immer. Ich fahre etwa 100.000 Kilometer. Das bedeutet, erstens, ich brauche vielleicht ein Viertel der Energie gegenüber dem persönlichen PKW. Zweitens, was mir genauso wichtig ist, ich bin in der Bahn 100-mal sicherer als auf der Straße mit dem Auto. 100-mal sicherer. Und da ich gerne lebe und Lust auf Zukunft habe, fahre ich lieber Bahn, wo ich weit sicherer bin als im Auto. Wenn ich alles, was ich an Terminen zu erledigen habe beruflich, mit dem Auto machen würde, würde ich längst nicht mehr leben. Aber ich lebe gerne, deshalb fahre ich lieber Bahn. Ja, wir haben Frank, was schätzen Sie denn? Jetzt stelle ich mal eine Frage an ihn. Bitte. Was schätzen Sie denn, wie viele Tote haben wir nach 1945 durch Autos weltweit? Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass wir in Deutschland ungefähr 3.800 Verkehrstote pro Jahr haben. Heute. Und das waren mal früher 10.000 im Jahr. Es waren 17.000 in den 70ern. Heute haben wir noch stark 3.000. Weltweit, meine Damen und Herren, 120 Millionen Tote nach 1945 durch Autos. Das heißt, zweimal Zweiter Weltkrieg. Als mir das zum ersten Mal jemand gesagt hat, habe ich gesagt, der spinnt, kann doch nicht sein. Ich habe recherchiert, es stimmt. Jedes Jahr 3 Millionen Tote zusätzlich durch Autos. Deshalb sage ich ja, Autofahren ist heilbar. Ich muss es nur begreifen und ein bisschen was anders machen. Etwas anders mein Leben, meine Termine, etwas anders organisieren. Es geht nicht bei allen, das weiß ich auch. Aber bei den meisten würde es gehen, dass man auf Alternativen umsteigen kann. Bei den meisten, nicht bei allen. Warum machen wir das nicht? Das ist die Frage an uns alle. Dass wir viel konsequenter werden müssen, als wir das bisher gewesen sind. Allein im Verkehrsbereich. Zweimal Zweiter Weltkrieg auf unseren Straßen. Bitte, was muss denn noch passieren, bis wir aufwachen und begreifen, dass wir dazu Alternativen brauchen, die auch noch viel angenehmer sind und mich gesünder erhalten? Deshalb finde ich es auch politisch völlig falsch, dass Saudi-Arabien die Frauen jetzt auch noch ans Steuer lässt. Ja? Das einzige Gesetz in Saudi-Arabien, was ich richtig fand, ist geändert worden. Ja? Also da könnten wir uns mal ein Vorbild an Saudi-Arabien nehmen. Sehen Sie, der alte Macho, ne? Der alte Macho. Anstatt zu sagen, Männer weg vom Steuer, sagt er, Frauen gar nicht hin an Steuer. Solange wir so argumentieren, werden uns die Frauen nie folgen, Gott sei Dank. Na, wir müssen ja inzwischen machen, was die sagen. Ja? Wir haben ein Bild vorbereitet mit gar dem Bild schlecht, Lust das auf mal Zukunft, was es jetzt ab dem 25. Gibt. Aber nochmal zum Thema, was steht in dem Buch drin, wie wir Widerstand leisten können? Wie machen wir jetzt persönlichen Widerstand? Wenn ich überlege, von wem ich das gelernt habe, wie man einfach bewusster wird, da fallen mir ein paar Menschen, denen ich viel zu verdanken habe, neben meiner Frau, dem Dalai Lama zum Beispiel. Dem Dalai Lama, dem ich verdanke das Verständnis des Zusammenhangs von Ethik und Technik. Das hat er mir mal in einem langen Gespräch klargemacht, wie wichtig es ist, dass wir nicht nur rein technisch argumentieren, zum Beispiel in unserer Bildung. Der Dalai Lama sagt, wenn wir nicht lernen, mehr Herzensbildung in die Herzen der jungen Menschen zu bringen, dann wird es nicht gut aussehen in der Zukunft. Also unser ganzes Bildungssystem ist so rein rationalistisch angelegt, dass wir außer Technik und Materielles und Geld nicht mehr viel im Kopf haben. Das ist eines unserer ganz großen Probleme. Also deshalb Ethik und Technik mehr zusammenbringen, als das bisher der Fall war. Oder dem großen Tiefenpsychologen aus der Schweiz, Carl Gustav Jung. Der Carl Gustav Jung hat mich zum Beispiel gelehrt, auf meine Träume zu achten. Ich habe mal eine jungsche Therapie gemacht, ich hatte viel Grund dafür. Und zum Beispiel auch dann aus der CDU auszusteigen. Das habe ich alles gelernt über meine Träume. In Deutschland sagt man, Träume sind Schäume.
die Ureinwohner in Afrika oder Lateinamerika, die Indianervölker, achten immer viel mehr auf ihre Träume als wir und machen viel weniger kaputt in ihrer Umwelt, als wir das machen. Also wissen Sie, Träume sind eine Art eingebaut in jedem Menschen von Natur aus oder vom lieben Gott her, eingebaute Hausapotheke, die mich nichts kostet. Ich muss nur ein bisschen auf meine Träume hören und achten. Oft schreibe ich sie auch auf. Ich habe tausende Träume aufgeschrieben, habe da viel gelernt dabei. Sind die meistens positiv oder negativ, Ihre Träume? Mal so, mal so. Bevor ich Fehler mache, habe ich auch negative Träume. Das ist ein Warnhinweis. Okay. Ich habe mal vom C.G. Jung folgende Geschichte gehört. Er hat einen Freund gehabt in Zürich, der ist ihm auf der Straße begegnet, ein Bergsteiger, und hat ihm erzählt, du mit deinen blöden Träumen. Stell dir vor, ich habe geträumt, ich bin doch ein erfahrener Bergsteiger, ich habe geträumt, ich stürze ab, so ein Unsinn. Ich als erfahrener Bergsteiger werde nie abstürzen. Hat der Jung zu ihm gesagt, ich würde den Traum ernst nehmen an deiner Stelle. Er hat es nicht gemacht. Eine Woche später war er tot. Ist genau an der Stelle abgestürzt, wo er geträumt. Also wir haben Träume, die uns oft rechtzeitig hinweisen auf Probleme, die auf uns zukommen, Probleme, die wir haben. Es gibt solche Träume. Die Indianer gehen selbstverständlich mit solchen Dingen um. Also es gibt positive und negative Träume, Hinweise oder auch Dinge, die ich intelligenter und anders machen kann als bisher. Ich habe meinen Träumen sehr viel zu verdanken. Und dann natürlich diesem großen Meister aus Nazareth, Jesus von Nazareth. Für mich der bedeutendste Mensch, der je gelebt hat. Weil er uns auf diese Zusammenhänge hingewiesen hat. Wir brauchen, das ist das letzte Kapitel in diesem Buch, wir brauchen weltweit so etwas wie eine Jesus-Renaissance. Dann wird es der Welt besser gehen. Aber wie organisieren wir das jetzt Ganze mit dem Widerstand? Wie gehe ich da sozusagen ran? Ich gebe mal ein Beispiel. Also Sie schreiben in dem Buch, wir brauchen Kehrtwende in der Verkehrspolitik, wir brauchen Kehrtwende in der Wasserwirtschaft. So, letztlich passiert es nichts. Ich bin jetzt in Berlin zum Beispiel, da rollen diese SUVs rein. Man merkt, die nehmen uns den ganzen Lebensraum weg. Ich sage, ich will das alles nicht, ich will nicht leben. Ich laufe durch eine Stadt und muss ständig darauf achten, dass mir nicht irgendein Auto umfährt. Und ich denke, ich möchte in meiner Stadt einfach mal laufen können über eine ganz normale Straße, ohne diesen Autos ausweichen zu müssen. Ich möchte nicht im Bürgersteig ein Auto ausweichen, was ihn zugeparkt hat. So. Dann stelle ich aber fest, wenn ich sage, diese Autos müssen raus aus den Städten, dass die meisten um mich herum sagen, nein, die brauchen wir alle, das wollen wir alle gar nicht. Wie organisiere ich, wie mache ich denn jetzt meinen Widerstand, damit wir zu diesen Kehrtwenden kommen? Frank, auch da gibt es erste Fortschritte. Schauen Sie mal in Städte wie Amsterdam oder Rotterdam oder Oslo. Da sehen Sie, wie Verkehrswende immerhin angefangen wird. Freiburg, die auf dieser Messe sehr vertreten ist, hat den höchsten Anteil am Fahrradverkehr in ganz Deutschland. In Freiburg sind mehr Menschen mit dem Fahrrad, das ist die erste Stadt in Deutschland, mit dem Fahrrad unterwegs, als mit dem Auto. Es gibt also Ansätze. Nehmen Sie die Stadt München, weil Sie die Wasserwende, die hier eine große Rolle spielt, in dem neuen Buch angesprochen haben. Ich habe mal den hiesigen Stadtwerksdirektor in München, einen Wasserpreis, gestiftet von 100 Wasser, dem Architekten, dem verrückten Architekten, überreichen dürfen. Und da hat mir der Stadtwerksdirektor von München erzählt, sie machen jetzt eine neue Wasserpolitik. Das Wasser von München war total chemisch verseucht. Warum? Durch die Landwirtschaft im Umfeld. Was hat die Stadtwerke gemacht? Sie haben den Bauern einen Anreiz gegeben, auf Ökolandwirtschaft umzusteigen. Tausenden von Bauern im Umland von München. Und das heißt, die haben kaum noch Chemie eingesetzt. Und jetzt ist das Wasser in München weit besser, mit das beste Wasser aller deutschen Großstädte. Warum? Weil die Stadtwerke so klug waren und die Ökolandwirtschaft unterstützt haben. Auch hier ein deutlicher Hinweis, dass es geht. Dann habe ich den Stadtwerksdirektor bei der Preisübergabe gefragt, war das sehr teuer? Dann sagt er, wir haben bisher das Wasser in München 8-mal chemisch aufbereiten müssen, damit es wieder trinkbar war. Das war viel teurer bisher als die Unterstützung der Ökolandwirte, die wir jetzt machen. Das heißt, die Stadt hat Geld gespart und hat besseres Wasser. Da sieht man, es gibt immer Alternativen. Alle Probleme, die Menschen geschaffen haben, sind von Menschen lösbar. Das ist die Botschaft dieses Buches in sehr vielen Bereichen.
Das mit dem Wasser haben sie im ZDF gesehen. Den Film habe ich nämlich gemacht, ja. Als alter ARD-Mann heimlich ZDF zu gucken, ja. Ist Feindsender, finde ich schon ein bisschen schäbig von Ihnen. Aber gut. Trotzdem ist das eine gesellschaftliche Lösung, wo Politik was gemacht. Hier all die Menschen machen Energiewende. Jetzt mal ganz persönlich für mich. Ich will diese Verhältnisse nicht mehr hinnehmen. Ich möchte nicht mehr, dass mich diese Autos zuparken. Ich möchte nicht mehr, dass um mich herum diese Gase ausgegeben werden. Ich möchte das nicht akzeptieren. Wie machen wir alle hier für uns persönlich Widerstand? Ganz einfach. Jeder muss anfangen. Wir sind Millionen. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die mich auch sehr tief berührt hat und aus der ich viel gelernt habe. Ich habe mal eine ältere Dame kennengelernt, die war Religionslehrerin, hat aber in Indien und Bangladesch große Entwicklungsarbeit geleistet, mit ihren Schülern zusammen. Die haben Geld gesammelt dafür. Und die haben dafür gesorgt, dass in Bangladesch viele Menschen, die blind waren, grauer Star, operiert worden sind. Das ist eine ganz einfache Operation, hat damals 26 deutsche Mark gekostet. Und zu der Frau habe ich mal gesagt, also die hat immer die Vision gehabt, wir müssen in Bangladesch Blinde heilen und in Deutschland Geld dafür sammeln. Und da habe ich gesagt, wie willst du denn das machen? Da gibt es Millionen Blinde. Wo willst du denn da anfangen? Dann hat sie gesagt, beim Ersten. Und ich habe dann einen schönen Film drehen dürfen, bei der 1.000.000. Blindenheilung. Ja. Weil unsere Zuschauer so viel Geld gespendet haben. Da ist mir klar geworden, wenn Menschen konkret und praktisch ein Projekt sehen, in dem sie helfen können, helfen sie auch. Seitdem bin ich auch, habe mich die Willkommenskultur in Deutschland bei den Flüchtlingen vor 3 Jahren gar nicht so sehr überrascht, weil ich durch mehrere Fernsehsendungen schon erlebt habe, wie die Deutschen hilfsbereit sind, wenn sie konkret und praktisch angesprochen werden. Und so auch mit dieser Frau. Also wo willst du anfangen? Fragt mich Frank Ferenczky bei mir selber. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Das weiß jeder Vater und jede Mutter. Ich muss meinen Kindern gar nichts predigen. Ich muss es einfach vorleben und dann werden es andere nachmachen. Ja, Harald Welzer hat mit seinem Buch Anleitung zum Widerstand eine schöne Sache gesagt. Er hat gesagt, wir brauchen gar keine globale Verantwortung zu übernehmen. Wir brauchen keine Verantwortung für Afrika, für Amerika. Wir brauchen nur Verantwortung für uns selber zu übernehmen. Wenn ich in meinem Bereich meine Verantwortung übernehme und es anders mache, dann habe ich sozusagen meinen Beritt irgendwo gemacht. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil viele Leute sagen, oh, weltweit, das ist alles so schrecklich, brauche ich gar nicht anzufangen. Ich mache da sozusagen mit, weil ich bin der Doofe, wenn ich es mache und der Rest fährt sozusagen so weiter. Aber die persönliche Perspektive finde ich deshalb richtig. Frank, Ihre Frage habe ich mal in einer Reportsendung dem großen Physiker Karl Friedrich von Weizsäcker gestellt. Wie wollen wir denn die Welt ändern? Es nützt doch nichts, wenn ich mich allein ändere. Dann sagt er, Vorsicht mit einer solchen Aussage. Das ist eine große Ausrede. Wenn einer im Jahr etwas ändert bei sich und einen weiteren gewinnt, dann sind es nach einem Jahr schon 2. Wenn es dann so weitergeht, nach 2 Jahren 4, nach 3 Jahren 8, dann kommt 16 und nach 10 Jahren 1.000 und nach 20 Jahren 1.000.000 und nach 30 Jahren 1 Milliarde. Und das reicht zur Veränderung der Welt innerhalb von einer Generation. Es ist nicht wahr, dass wir nichts ändern können. Das ist die größte Ausrede und die faulste dazu aller Zeiten. Jeder kann, wenn er wirklich will. Das ist die Botschaft der wirklich großen Menschen. Jesus von Nazareth, Buddha, Mahatma Gandhi. Alle haben uns gesagt, fang bei dir selber an. Den Rest überlass dem Heiligen Geist, der macht es dann schon. Unser Programm wird ja live im Internet gestreamt und ein Zuschauer fragt, Axel Braune, wird Franz Alt sein neues Buch auch als Hörbuch rausbringen? Also ich nicht, aber ich gehe davon aus, ich weiß nicht ganz genau, aber ich gehe davon aus, die meisten meiner Bücher werden auch als Hörbücher herausgegeben, dass der Verlag das macht. So, jetzt Gütersloher Verlagshaus ist es übrigens, die werden das wohl machen. In welchen Auflagen kann so ein Buch verkauft werden? Was hat das für Dimensionen? Also die Leute, meine Erfahrung, ich habe ja mit dem Dalai Lama zusammen vor 2 Jahren so ein dünneres Buch gemacht und dann ein Interview mit Jesus am See Genezareth, auch ein dünneres Buch und ein Buch mit Michael Gorbatschow, was um mögliche Atomkriegsgefahren geht, ist auch ein Riesenproblem. Das waren alles dünne Bücher, die verkaufen sich besser. Da kann man hunderttausende Auflagen erreichen. Das war das Dalai Lama Buch, war Spiegel-Bestseller 2 Jahre lang.
viele Wochen sogar die Nummer 1 auf der Spiegel-Bestsellerliste. Dickere Bücher wie dieses erreichen natürlich weniger Auflage. Also die jüngeren Leute lesen weniger dicke Bücher. Auch ältere Menschen lesen immer weniger Bücher. Das hat, ich weiß nicht, was hat das, 280 Seiten, sowas. Also das erreicht vielleicht ein paar Zehntausend. Aber die dünneren Bücher kommen auch auf einige Hunderttausend. Das fand ich ganz interessant. Ich war in Gütersloh, ich habe eine Wohnung in Berlin und Gütersloh, war ich unterwegs in der Meyerschen Buchhandlung und wollte, ich verschenke dieses Jesus-Interview-Buch immer, sagen die, oh, das haben wir im Moment nicht da. So, bin ich zu einer anderen Buchhandlung gegangen, die hatten das in so einem Display liegen und da sagt sie, da haben wir immer mehrere Stück von da. Also tatsächlich, heute würde ich sagen, so Jesus-Bücher, wer will das haben? Nein, das trifft den Nerv der Leute, merkwürdigerweise. Also das Jesus-Buch, das Sie vorhin erwähnt haben, wo ich über den aramäischen Jesus geschrieben, also den Ur-Jesus geschrieben habe, den wirklichen Jesus, und in seiner Muttersprache ihn versucht habe zu verstehen. Das ist auch ein Spiegel-Bestseller geworden, ist genauso dick wie dieses und hat auch 40.000, 50.000 sowas erreicht, schätze ich. Zum Schluss möchte ich noch eine These mit Ihnen diskutieren. Wir haben ja in Deutschland oder auf der Welt, reden wir immer von Spaltungen, von sozialen Spaltungen. Und wir haben uns immer darum bemüht, soziale Spaltung, wirtschaftliche Spaltung zu verändern. Kennen Sie auch, Wanderungsbewegungen setzen ein auf der Welt, nicht? Das war ja auch so ein Punkt, als bei der Wiedervereinigung, dass man gesagt hat, wir müssen möglichst schnell gleiche Lebensbedingungen herstellen, damit die Bürger aus der DDR nicht komplett rüberwandeln, rüberkommen. 1 Million sind trotzdem gekommen, aber es sind auch eben sehr, sehr viele geblieben, weil wir es geschafft haben, so einen sozialen Transfer zu machen, bis heute. So. Heute, glaube ich, haben wir eine andere Spaltung, die anfängt. Und ich wollte Sie fragen, ob wir diese Spaltung nicht einfach akzeptieren müssen. Wir haben auf der einen Seite die Menschen, die leben weiter wie bisher. Die fahren das 10. Auto, die nehmen den nächsten Billigflug nach Mallorca. Und auf der anderen Seite haben wir einen großen Teil, wachsenden Teil der Bevölkerung, die machen regenerative Energie, die produzieren ihre Energie, die fangen an, sich mit vernünftiger Nahrung zu versorgen, die haben keine Lust mehr, Interkontinentalflüge zu machen, die haben auch keine Lust mehr, so viel zu arbeiten, die wollen mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, die haben keine Lust auf Pappbecher mehr und so weiter und so fort. Wäre es nicht einfach gut zu sagen, okay, das ist die Spaltung der Gesellschaft, wir machen den Staat mit den Leuten, die das machen, das sind sehr, sehr viele. Oder wenn wir eben sehen, die, die den anderen Weg nicht gehen, das sind dann eben irgendwann die Zurückgebliebenen, die mit ihren Autos im Stau hängen, die nicht mehr vorwärts kommen, während wir im Zug an denen vorbeirauschen, unsere Termine erreichen, die anderen mit ihren Pappbechern, die im Müll ersticken. Und wir sagen einfach, okay, wir setzen auf die, die die Veränderungen machen und versuchen nicht immer die anderen zu überzeugen und sagen, komm, macht meinetwegen so weiter. Wir machen uns die Welt so, wie wir sie machen wollen, alleine und das kriegen wir auch hin. Also diese Spaltung wird es immer geben, da muss man realistisch sein. Es kommt darauf an, die Mehrheit zu gewinnen für den vernünftigeren Weg. Und da wird uns die Ökonomie helfen, gerade bei der Energiewende. Letzte oder vorletzte Woche war es, dass an der Leipziger Strombörse der Solarstrom für 4 Cent angeboten wurde und Atom- und Kohlestrom für 5 Cent. Es ist klar, wofür sich die Mehrheit langfristig entscheiden wird. Nicht unbedingt von heute auf morgen, das ist klar, da gebe ich Ihnen recht. Auch Geduld ist eine ökologische Tugend. Ich habe zwar zum Kampf aufgerufen, aber wir müssen wissen, realistischerweise dauert ein solcher Wandel, ein Grundsatzwandel, Energiewende, Verkehrswende, Bauwende, Wasserwende, Arbeitswende, im Schnitt etwa doch eine Generation. Immerhin haben wir vor vielen Jahren schon angefangen mit der Energiewende. Deshalb können wir damit rechnen, dass in den nächsten 15 Jahren der 100%ige Durchbruch kommt. Aber es wird immer Menschen geben, die halt ewig am Alten hängen. Die Dinosaurier haben auch lange gelebt, bis sie ausgestorben sind. Aber am Schluss sind sie doch ausgestorben. Und die Ökonomie wird uns helfen, die Mehrheit zu gewinnen, weil die Ökonomie für die vielen Menschen das entscheidende Element sein wird. Wenn Solarstrom billiger wird, bitte, ihr könnt heute, wer ein Solarauto fährt, ein Elektroauto, der hat Strom, das ist weit billiger, als wenn Sie an der herkömmlichen Benzintankstelle tanken. Sie können für ein Viertel oder ein Fünftel des Preises heute ein Elektroauto fahren, wenn Sie es mit Solar betreiben, gegenüber dem herkömmlichen Benzinauto. Deshalb dauert es zwar ein paar Jahre, bis der 100%ige Umstieg kommt, aber ich bin sicher, das Benzinauto, fossile Rohstoffe haben keine Zukunft, auch aus ökonomischen
gründen, auch wenn es einige Jahre dauern wird, bis wir die Mehrheit erreicht haben. Aber wir brauchen die Mehrheit, da haben Sie recht. Alle werden wir wahrscheinlich nicht erreichen. Herr Alt, fällt mir ein bisschen schwer, Sie inhaltlich zu korrigieren. Ich muss es dennoch tun. Mit einem Elektroauto, wir haben es heute in der Sendung gehabt, fährt man nicht billiger. Sie haben gerade auf Herrn Laudley Bezug genommen. Herr Laudley, ich muss noch mal vorrechnen. Ich bin mit Herrn Laudley an eine Stromtankstelle gefahren. Er wollte für 100 Kilometer Strom nachtanken über Tesla. Ja? Hat er auch gemacht. Aber er wollte Cola, Haribo Tropi Frutti und Schokolade und ich auch. Wir haben Schokolade, Gummibären, Cola für 12,90 Euro gekauft. Ja? Also 100 Kilometer Elektroauto kostet 12,90 Euro. Dafür kann ich auch Sprit tanken. Also es ist nicht billiger. Also lieber Frank, funktioniert nicht. Ich habe in Rostock einen Vortrag gehalten. Da war ein Mensch aus Wien. Da sage ich, wir sind 1500 Kilometer, also hin und zurück 3000 Kilometer. Dann sage ich, wie haben Sie das denn gemacht? Dann sagt er, ja, ich bin nur am Tesla gekommen. Dann habe ich ihn gefragt, was hat das denn gekostet? Dann sagt er, null. Ich tanke nur an Tesla-Tankstellen, völlig kostenlos. Es ist doch klar, dass das Solarstrom sein muss. Das können Sie doch nicht mit einem Benziner machen, 3000 Kilometer ohne einen Cent für den Antrieb auszugeben. Es ist völlig klar, Sonne schickt keine Rechnung, deshalb werden wir gewinnen. Ja, aber wenn Laudle an den Tesla-Powerstationen ranfährt, an Supercharger für eine Dreiviertelstunde, dann geht er essen, kostet 30 Euro. Also was man beim Essen ausgeht, beim Tanken und dann noch an den Tankstellen, das ist alles richtig teuer. Also das müssen Sie alles mal mit einbeziehen an der ganzen Geschichte. Ja. Ein Punkt habe ich noch ganz zum Schluss. Wissen Sie, wir sind ja eine informierte Gesellschaft, wir kriegen das ja alles mit. Und ich habe aber den Eindruck, unser Problem ist, dass wir aufgehört haben, Zusammenhänge herzustellen. Ich sage mal ein Beispiel. Ich habe bei Facebook einen riesen Shitstorm gegen mich verursacht. Da ist in Hamburg, gab es eine riesige Überschwemmung und da ist ein Haus weggespült worden und ein SUV. Und die Frau stand dann vor den Tagesschau-Kameras und dann wurde also gezeigt, der weggespülte SUV, das unterspülte Haus. Und die Frau sagte, ja, wir haben unseren SUV vor 8 Tagen gerade abgeholt, jetzt ist er weggespült, warum gerade wir? Warum wir? So, und da war ich dann, habe dann ein Bild von diesem weggespülten SUV ins Facebook reingestellt, habe geschrieben, deshalb, weil eben ein SUV abgeholt wird, der das Dreifache an CO2 emittiert, und genau deshalb, weil wir das eben so machen, haben wir diese Auswirkung. Das fanden die Leute total unverschämt. Zyniker, die arme Frau, der SUV war 8 Tage alt, ob die Versicherung das zahlen wird, wer zahlt das Ganze alt. Ja? Und der Punkt ist, dass wir stehen tatsächlich da, wir stehen vor dem Klimawandel, wir haben die Flüchtlinge, wir haben die Auswirkung unseres Tuns und sagen, ja, wieso kommen die jetzt zu uns? Machen wir doch mal die Grenzen dicht. Wie kann das irgendwie sein? Also die Zusammenhänge, dass wir sozusagen, wenn wir in den Ländern zum Beispiel keine Möglichkeit geben, Geld zu verdienen, wie mit regenerativer Energie, dann setzen die sich irgendwann in Bewegung. Aber unsere Gesellschaft tut so und sagt, ja, jetzt ist aber die Merkel schuld, dass die hier sind, weil die die aufmacht. Also wir verweigern uns massivst die Zusammenhänge, die unser Leben heute so einträchtigen, zu sehen und halten uns für aufgeklärte, hochausgebildete Menschen. Das ist eines der Punkte, die mir auch in diesem Buch ganz wichtig sind. Mehr in Zusammenhängen denken, Zusammenhänge sehen. Meine Damen und Herren, wir alle sind Flüchtlinge letztlich. Wir alle kommen irgendwann aus Afrika, als vor 200.000 Jahren sich die Menschen dort aufgemacht haben und die Welt erobert. Ja bitte, das ging dann weiter ins 19. Jahrhundert. Was haben denn wir Deutschen gemacht im 19. Jahrhundert, dass es hier Massenarbeitslosigkeit und Hunger gab? Unvorstellbare Hungersnot vor 150 Jahren in Deutschland. Die Deutschen sind massenhaft ausgewandert. Nach Amerika, nach USA, nach Kanada, nach Argentinien, nach Brasilien finden Sie überall deutsche Gemeinden. Alles aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, als es uns schlecht ging. Oder die deutsche Gesellschaft hat nach 1945 mit 12 Millionen Ostflüchtlingen fertig werden müssen. Übrigens, das war die Basis des deutschen Wirtschaftswunders. Wenn ich diese Zusammenhänge sehe, erstens, in jedem von uns steckt ein Flüchtling. Und zweitens, unsere eigene Geschichte, ja die ganze Menschheitsgeschichte ist Flüchtlingsgeschichte. Dann gehe ich mit diesem Thema Flüchtlinge viel vernünftiger und rationaler um. Es gibt heute Wirtschaftsinstitute, die sagen, wir werden doch für jeden Flüchtling dankbar sein, weil wir die Arbeitskräfte brauchen.
Ich erinnere mich, als die Gastarbeiter in den 60ern, 70ern nach Deutschland kamen, es gab dieselben Vorurteile am Stammtisch wie heute gegen Flüchtlinge. Heute machen die Gastarbeiter viel Arbeit, die wir Bio-Deutschen gar nicht mehr machen wollen. Also wir können froh sein und sind froh um die Gastarbeiter. Die jetzigen Flüchtlinge sind die Basis für das nächste deutsche Wirtschaftswunder. In 10 Jahren werden wir das begreifen. Aufgrund unserer Erfahrung, aufgrund unserer Geschichte könnten wir das schon heute begreifen und würden dann ganz anders mit Flüchtlingen umgehen, nämlich würden weiterhin Willkommenskultur betreiben, so wie wir das 2015 mal gemacht haben. Ist die Energiewende, sage ich mal, nicht das einzige Rezept, eine Art Flüchtlingsstrom und Befriedung der Welt zu schaffen? Wir haben gestern Professor Leprich hier gehabt, können Sie auch im Internet nochmal verfolgen. Wir haben den Energiebedarf in Deutschland ausgerechnet und haben festgestellt, wir brauchen 1,6 Terawatt Energie für Strom, Wärme, Mobilität. Ja. 3000 Terawatt haben wir jetzt aktuell. Wenn wir aber 40% Energie einsparen und Wandlungsverluste nicht mitrechnen, landen wir aber 1,7 Terawatt. Er hat gesagt, wenn wir die Photovoltaik vervierfachen, den Wind verdreifachen, schaffen wir 700 Terawatt, den Rest nicht. Also von der Vervierfachung von Photovoltaik, von der Verdreifachung vom Wind sind wir weit entfernt. Aber nehmen wir an, dann schaffen wir es, dann fehlt uns immer noch die Hälfte in Deutschland an erneuerbarer Energie. Da hat er aber 4 Energiequellen vergessen. Die Wasserkraft, die Bioenergie, die Erdwärme, die Strömungs- und Wellenenergie der Ozeane. Und das sind die, die speicherbar sind. Also bei den 2 gebe ich Ihnen recht, aber wenn wir zu 100% kommen wollen, müssen wir die gesamte Symphonie der erneuerbaren Energie nutzen. Da gehören eben weitere 4 dazu. Die großen, da gebe ich ihm recht, das ist natürlich Sonne und Wind, das sind die größten Energiequellen. Aber ich will noch auf einen anderen Punkt aufmerksam machen, nämlich auf Ihre Philosophie. Wir müssen mehr in Zusammenhängen denken. Wenn wir das tun, dann werden wir Probleme lösen können. Aber genau diese Zusammenhänge sehen wir oft nicht. Und deshalb tun wir uns so schwer, die Wende zu kriegen. Ja. Zusammenhänge denken ist ganz wichtig. Aber wir behalten eine Lücke und das ist Energie, die wir importieren können. Wie aus Ägypten, die dann Sonnenstrom haben mit großen Kraftwerken, Sonnenkraftwerken, wie in Marokko. Das heißt, wir können erneuerbare Energie importieren. Und wenn wir das tun, dann gibt es dort Arbeitsplätze, Wertschöpfung und dann haben die Leute Arbeit. Und aber erst unsere Dächer nutzen. Also ich habe von Desertec nie viel gehalten. Also 3000 Kilometer wieder Leitungen legen und hier stehen unsere Dächer leer, ist ziemlich albern. Also Dächertec statt Desertec. Dächertec statt Desertec. Da merkt man, dass er das ist die Lösung. Den Strom, den die Saudis künftig herstellen, den sollen die im Nahen Osten verteilen, aber doch nicht tausende Kilometer Leitungen nach Deutschland. Nein, nein. Unsere Dächer geben so viel her, dass wir viel mehr, als der Professor gestern gemeint hat, dort gewinnen können. Die Wüste von Saudi-Arabien, das sind die Dächer in Deutschland in der Zukunft. Und deshalb kann man das intelligenter machen, ohne aus Nordafrika oder dem Nahen Osten Strom hierher zu holen. Ich muss noch kurz fragen, wann müssen Sie weg? Haben Sie noch Zeit? Ich habe noch Zeit, auch für die Bilder nachher, die wir machen wollen. Alles klar, gut, dann lassen wir Sie noch hier und wir ergänzen unsere Runde. Und ich freue mich, einen weiteren Superstar der Energiewende hier begrüßen zu können. Er ist einer der wesentlichen Architekten des Erneuerbaren Energiengesetzes. Er ist heute Präsident der Energy Watch Group. Und er hat seine große Lockenpracht verloren im Kampf um die Energiewende. Herr Alt hat sie ja noch, aber das macht nichts. Er kämpft immer. Hans-Josef Fell, herzlich willkommen, Herr Fell. Ich gebe bleiben sitzen, Herr Alt. So. So. Für die tolle Unterstützung. Herr Alt, nehmen Sie Platz. Bleiben Sie hier bei uns in der Runde. Ja. Bleiben Sie bei uns. Herr Fell, kommen Sie hier hin. Herr Alt bleibt auf seinem Sitz. Ach, das kriege ich. Oh, er kassiert jetzt wieder ein. Ich habe nur eines bis jetzt. Alles klar. Und da gibt es das neu. Alles klar. So, ich habe einen Stuhl. Alles klar. So. Ja. Herr Alt, bleiben Sie hier bei uns in der Runde. Bleiben Sie bei uns bei der Runde. Möchten Sie ein Glas Wasser, was zu trinken haben? Ja, ja. So. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, 13 Uhr, nächster Programmpunkt, jetzt in der gleich nächsten Runde die großen 2 der Energiewende, hier bei Leben mit der Energiewende TV.